Das Projekt Wirtschaftsfenster MV wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Ich begrüße Sie, liebe Zuschauer, zur aktuellen Ausgabe Ihres Wirtschaftsfenster MV-Magazins. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und auch heute dreht sich alles wieder um den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Beginnen wollen wir mit einem Bericht aus Benzin, zwischen Lötz und Jamen gelegen. Das Wort Klimaziel ist in aller Munde. Regional, national, global. Überall sollte der Umweltschutz höchste Priorität haben, um eine lebenswerte Zukunft zu sichern und die Zerstörung der Natur zu beenden. Das Nahwärmenetz in Benzin wurde am 9. Dezember von den Bürgermeistern der Gemeinde und Christian Pegel, dem Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung, symbolisch in Betrieb genommen. Dies war auf regionaler Ebene ein kleiner, aber dadurch nicht weniger bedeutsamer Schritt für mehr Nachhaltigkeit und Naturschutz. Unsere Grundidee war, dass wir unsere Nahwärme in unsere beiden anliegenden Dörfer bringen. Ich selber wohne hier und wir sind ein Stück aus der Ortschaft Zermin raus. Also ich möchte gerne meine eigene Ortschaft mit Wärme versorgen und auch die Nachbarortschaft Tutow, die deutlich größer ist. Somit habe ich auch die Gemeinde Tutow als erstes gefragt bei dem Projekt. Und die Gemeinde Tutow hatte bereits bestehende Nahwärmenetze, zwei Stück, die allerdings sehr stark in die Jahre gekommen waren und nicht sehr effizient waren und außerdem mit fossiler Energie betrieben wurden. Durch das angeschlossene 5,5 Kilometer lange Nahwärmenetz der beiden Biogasanlagen mit je 549 Kilowattstunden Leistung können aktuell 37 Gebäude beliefert werden. Diesen Haushalten ist es möglich, weitaus umweltbewusster zu heizen und mit Warmwasser versorgt zu werden. Bis Ende 2019 sollen noch mindestens 6 weitere Abnehmer ans Netz geschlossen werden. Durch das Wegfallen der fossilen Brennstoffe können dank der Anlage in Zermin über eine Tonne CO2 und bis zu 400.000 Liter Heizöl pro Jahr eingespart werden. Gefördert wurde das Projekt in Höhe von etwa 1 Million Euro mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Dank der Förderung schaut Michael Kühling positiv in die Zukunft. Ich wünsche mir, dass die Kunden zufrieden sind, die zukünftig am Netz hängen werden. Wir werden hier von unserer Leitstelle bzw. von der Erzeugung und von Betrieb alles dafür tun, dass es so ist. Wir haben versucht, uns so aufzustellen, dass alles langlebig und gut funktioniert. Und ich denke, das werden wir auch einhalten können. Das Nahwärmenetz im Benzin zeigt also, wie schnell und auch nachhaltig für die Umwelt agiert werden kann. Dass es sehr wohl möglich ist, ohne Einbußen im Jetzt auf die Zukunft zu achten. Im nächsten Bericht schauen wir nach Wismar. Hier stellt die Firma Thermoelect Kaminöfen her. Das allein ist an sich noch kein Grund, hier in unserem Magazin vorgestellt zu werden. Es gibt also noch einen kleinen Bonus. Und den stellen wir Ihnen nun vor. Die Firma Thermoelect in Wismar produziert seit knapp 10 Jahren Holzöfen und ist ein Weltmarktführer. Seit 2016 ist man im Technologie- und Forschungszentrum in Wismar ansässig. Hier entstand der weltweit erste Holzofen, der auch Strom produziert. Also immer abwechselnd. Und die sind dann. Ja, sind ja seit über 10 Jahren mit solchen Geräten nicht stromproduzierend am Markt und unsere Kunden ersetzen ungefähr 90% ihrer bisherigen Primärenergie durch Holz. Für seine Entwicklung erhielt Thermoelect sowohl den deutschen Inno Award als auch den ersten Platz in der amerikanischen Woodstove Design Challenge. Die Technik stammt aus der Raumfahrt. Ähnlich eines Peltier-Elementes wird ein Temperaturunterschied in Strom verwandelt. Damit kann weit mehr betrieben werden als nur die Heizanlage selbst, was allein schon bei Stromausfällen für mehr Sicherheit sorgt. Ja, das Besondere ist, dass wir nicht nur eine sehr hohe Energie in die Heizungsanlage produzieren, sondern dass wir Strom erzeugen, thermoelektrisch, mit dem wir nachher unsere Heizungsanlage autark machen. Das ist besonders wichtig für Einfamilienhäuser. Wenn wir einen Stromausfall haben, bleiben die Pumpen stehen, das Wasser würde theoretisch anfangen zu kochen.
tut es aber nicht, weil wir unseren eigenen Strom produzieren, mit dem die Pumpen immer weiterlaufen. Ich erzeuge 250 Watt im Mittel und damit kann ich mein Haus beleuchten, damit kann ich meine Heizung autark machen, ich kann Telekommunikationsgeräte anschließen, Handys laden und vielleicht noch eine Kühl-Gefrier-Kombination damit bedienen. Die Forschungsarbeit und Produktentwicklung fand in Zusammenarbeit mit der TU Hamburg-Harburg und später der Hochschule Wismar statt. Eine weitere wichtige Säule waren Fördermittel für das Projekt aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Ohne die Fördermittel hätten wir das niemals gestemmt. Wir sind ein kleines Unternehmen, das sich aus sich heraus vor vielen Jahren auf den Weg gemacht hat, mit dieser Thermoelektrik zu experimentieren und daraus ein Produkt werden zu lassen. Und ohne Fördermittel wäre das nicht möglich gewesen. Also wir sind absolut auch dankbar, dass wir jetzt gehört haben, was für Milliarden in Zukunft in Deutschland in Förderung investiert werden soll, also in Forschung und Entwicklung. Und das ist wirklich ein Geschenk, vor allen Dingen, wenn wir darüber nachdenken, dass wir weiterkommen wollen, auch in der Energiewende. Derzeit arbeitet Thermoelect am Sprung von der Kleinserie in den Weltmarkt. Na, im Moment produzieren wir Kleinserie. Wo wir hinwollen, ist, dass wir nachher Großserie produzieren. Das können wir theoretisch auch schon. Also wir haben die Produktionsstätten, um den jetzt auch sofort in Großserie zu produzieren. Was uns fehlt, sind im Grunde genommen noch Servicepartner. Das heißt, da, wo wir das Gerät hinverkaufen, brauchen wir natürlich kompetente technische Partner, die dann auch in Zukunft für den Service sorgen. Ohne die europäische Förderkulisse und die Möglichkeit, mit deutschen Forschungsinstituten zusammenzuarbeiten, wären solche Weltneuheiten direkt aus dem deutschen Mittelstand wohl nicht möglich. Viele Vorzeigeunternehmen aus unserem Land haben eine geschichtsträchtige Vergangenheit. Sie sind aus Unternehmen der DDR hervorgegangen und konnten sich am Markt behaupten. Viele allerdings auch nur durch stetiges Erweitern des Portfolios. So wie die Rean GmbH aus Sassnitz. Die Rean GmbH wurde 1992 auf der Insel Rügen im Sassnitzer Hafen gegründet. Zuvor war dort die Reparaturabteilung VEB Fischfang Sassnitz beheimatet. Deren Mitarbeiter waren weltweit im Einsatz, um Reparaturen und Instandhaltungen für Traveler, Kutter sowie Fang- und Verarbeitungsschiffe der größten Fischfangflotte der DDR zu verrichten. Den Weg ins Jetzt fand die Rean GmbH Sassnitz durch eine Erweiterung ihrer Betätigungsfelder. Die mittelständische Firma mit ihren rund 30 Mitarbeitern zeichnet sich für Schiffs- und Stahlbau sowie für die Zusammenarbeit mit den Störtebeker Festspielen verantwortlich. Wir arbeiten seit 1995 für die Störtebeker Festspiele als Spezialbau, machen die Motoreninstandsetzung, fahren also bei den Reedereien mit während des Betriebes, arbeiten aber auch als Servicepartner für MTU und Rolls-Royce im Bahnbereich, wo unsere Kollegen dann nachher im gesamten norddeutschen Raum fahren und die Motoren der Züge dann nachher reparieren. Doch an dieser Stelle ist noch immer nicht alles gesagt, was die Firma in Sassnitz fertigt. Um bestens für die Entwicklung des Marktes gewappnet zu sein, wurde ein weiteres Projekt zum Standort auf der Insel Rügen geholt. Dafür bedurfte es allerdings der Neugestaltung einer 60 Meter langen Schiffsbauhalle und der Anschaffung neuer Maschinen für die Fertigung. Unsere Philosophie ist eigentlich, dass es in einer Firma im Schnitt alle 7 Jahre etwas Neues geben muss. Ansonsten bedeutet das Stillstand. Und genauso wie wir 1998 mit dem Schiffsneubau begonnen haben, haben wir im Jahr 2010 begonnen, Schiffsradarantennen zu fertigen, haben also unseren Bereich hier umgebaut und sind eigentlich seit 2010 Lieferant für diese Komponenten. Für Schiffsradarantennen als S-Band-Antennen, als X-Band-Antennen von 14 Fuß bis 5 Fuß. Dieses Unterfangen wurde vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung mit 31.000 Euro gefördert. Insgesamt kostete der Umbau die Rean GmbH etwa 200.000 Euro. Auf die Idee, überhaupt Fördermittel zu beantragen, kam der Geschäftsführer durch seine Mitgliedschaft in einem Verband für Schiffsausrüster und Zulieferer. Für die Zukunft des Unternehmens hat Rainer Kenning eigentlich nur einen Wunsch: dass der Betrieb weiterhin so erfolgreich wirtschaftet,
wie er es auch schon in den letzten 27 Jahren getan hat. Und das war sie auch schon wieder, die aktuelle Ausgabe Ihres Wirtschaftsfenster MV-Magazins. Natürlich kommt auch nächste Woche wieder eine neue Sendung, zu der Sie mein Kollege Stefan Blankschein begrüßen wird. Wie gewohnt bin ich dann in 2 Wochen wieder für Sie da. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Tschüss.